Sie mit dem Sieg gerechnet? Nein, ich war extrem nervös heute, weil es halt auch mein letztes Rennen ist von meiner kleinen Winterpause. Ich konnte der EM nicht gerade das auch zeigen, was ich eigentlich erwünscht habe oder das Gefühl hatte, es hätte ich mögen. Und darum bin ich da eher ein bisschen zurückhaltend ins Rennen gestartet und jetzt sehr glücklich und überrascht, dass es für ganz aufgelangt hat. Also kann man sagen, ein kleines Weihnachtsgeschenk für heute Zeitung, oder? Ja, genau. Ja. Also, ich wünsche dir eine gute Erholung und merci. Ja, danke für mich. Und Gabriel Halmikova, die Tschechien, sie übernimmt hier gleich die Spitze für den Österreicherin Nadja Heidel und Sina Frank. Aber sehr gute Start für Marie Henselin, für Nicole Egger-Achermann und auch Jolanda Nest ist schon unter den Top 10. Yeah.
gegen Sina frei und sie verdient sich hier genauso einen großen Applaus. Großartiger Platz 2 und wieder Trikot verteidigt. Sina frei, bravo, chapeau, wirklich große Jasmin EGGER-ACHERMANN. Also ist der erste Sieg für Sie mehr wert als der heute? Nein, ich glaube, der heute war wichtiger, weil jetzt kommen ja die wichtigen Rennen stehen erst noch bevor. Und das ist ein positives Zeichen, dass es gut kommt, auf dem richtigen Weg. Okay, ich sage merci. In Schweizer Hand, Nicole Koller, Sina Frei, Jasmin EGGER-ACHERMANN. Eine Riesensache. Vielen Dank für eure Leistungen. Das war grosses Kino.